und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hunger Games bzw. einem kleinen Informationsvideo zu einer Abstimmung. Und das ist das erste Mal, dass ich diese Map auf diesem Server spiele. Und ja, also es geht um Folgendes. Ich habe, wie man eventuell mitbekommt oder auch nicht mitbekommt, ein paar Let's Plays beendet, beziehungsweise die werden jetzt die Woche beendet. Und ja, damit ihr natürlich auch weiterhin außer Minecraft auch andere Projekte habt, mache ich eine kleine Abstimmung von Spielen, die ich besitze und Let's Playen würde, weil ich Let's Play kein Spiel, was ich nicht auch privat spielen würde. Nehme ich mir die Kiste und dann werfe ich die Enderperle nach da oben. So. Und ja, in der Beschreibung ist ein kleiner Link zu einer Abstimmung. Da könnt ihr dann abstimmen, welche Let's Plays ihr gerne sehen würdet. Und ja, die werden dann im Laufe der nächsten Wochen angefangen. Und ja, damit ihr auch zwischendurch, bevor es dann erstmal losgeht, auch weiterhin trotzdem Videos zusätzlich habt zu Projekten wie Minecamp, Pistenhaus oder Ender Games, gibt's am Montag eine Minecraft-Season wieder, also Ultra-Hardcore-Season, PvP in Teams. Und die dürfte eigentlich dafür erstmal ein guter Ausgleich sein. Die war sehr, sehr gut. Werdet Let's Plays aber jetzt auch teilweise sehr häufig bringen von einzelnen Projekten wie Sims und Binding of Isaac, weil ich die dann auch noch beenden kann. Das wäre zum Beispiel bei Isaac, wenn ich alle Challenges fertig habe. Und bei Sims, wenn quasi das Ehepaar, was wir haben, das heißt Nova und Carsten Kachen, wenn die sterben sollten an Altersschwäche oder an irgendwelchen Unfällen, weil sie wieder zu dumm sind, um irgendeinen Kühlschrank zu reparieren oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall abstimmen, ne, welches Let's Play. Sind ein paar No-Name-Spiele und Spiele, die eigentlich bekannt sein sollten. Und ich finde kein Schwert. Was ist hier los? Ich finde echt kein Schwert. Nicht mal einen Bogen, dass ich mich irgendwie wehren kann. Was ist da los? Okay, meine einzige Hoffnung ist jetzt noch das Schiff. Weil mehr Kisten kenne ich auch nicht. Ich habe jetzt echt gedacht, dass noch irgendwie eine Map kommt, die ich eventuell kenne. Weil es gibt eigentlich zwei Maps, die hier gespielt werden meistens. Das ist SG7, glaube ich. Das ist das von diesen... wie heißt das? Ah, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Und sehr selten SG4. SG4 immer noch beste Map EU. Und ja, habe ich schon erzählt? Nee, wir spielen hier auf dem Xevento-Server. Da spiele ich sehr häufig drauf. Da könnt ihr dann immer gerne gucken, ob ich da online bin, weil ich hier sehr gerne spiele, weil mir das mit den Kisten immer sehr gut gefällt, dass man die so instant öffnen kann. Und es geht ja relativ schnell mit am Spawn kommen neue Kisten und dem Deathmatch und so. Und ja, deswegen... Oh, wir haben ein Schwert. Geil, danke. So, dann tue ich mir direkt das Inventar sortieren. Hier tue ich mir den Kuchen drauf, dass falls ich weglaufen muss. Wobei wir eigentlich nicht weglaufen, weil wir keine Noobs sind. Oh, danke für den goldenen Apple. Den ziehe ich mal auf die Hotbar, das falls ich gleich brauche. Leute, killt doch nicht alle. Ich will auch noch was haben. Jetzt habe ich hier auch mein Schwert. Das ist eigentlich mit meiner Rüstung. Ich sehe goldig aus. Ich merke es schon. Ah, was Besseres habe ich auch noch nicht. Ich will noch den Goldhelm. Und vielleicht eventuell ein Goldschwert. Dann sehe ich richtig golden aus. So. Eventuell ist einer am Spawn. Wartet auf den Spawn neuer Kisten. Oder hofft einfach mal, dass da einer ist. Der weiß. Wir sehen es ja jetzt. Aber es sieht nicht so, als ob hier irgendwer sein würde. Keine Kisten mehr übrig. War klar. Sieht doch nicht so aus, als ob hier irgendwer kommen würde. Ich hoffe, es sind keine Teams unterwegs. Da ist einer. Den holen wir uns. Bietet sich, glaube ich, gut an. Ist der AFK? Hallo? Hallo? Okay. Alles klar, dann tut mir das leid, wenn du irgendwie AFK warst oder so. Oder es geleckt hat. Aber naja, dann habe ich jetzt ein Level und kann mir das Schwert enchanten. Ich hoffe, jetzt kommt kein Spieler. Irgendwie dazwischen gefunkt. Level 1 mal bitte. Dankeschön. Und wir bekommen ein Sharpness Schwert. Das heißt, wir haben quasi ein Steinschwert in der Hand. So, Spieler noch irgendwo. Spieler, Spieler, Spieler. Da oben ist noch eine Kiste, die hole ich mir. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Loot wieder. So. Ich krieg, häufig sieht man im Chat ja die Nachricht, please fair oder so bei Kämpfen. Und eigentlich ist es ja fair, generell. Das heißt man, oh, das ist ein Team. Geil! Ich liebe Teams, Leute. Bitte immer in Teams auf mich gehen.
Haben die gerade High geschrieben? Boah, was für eine Provokation. Richtig cranke Provokation. Ich würde vorschlagen, ich mache das... War das eine Enderperle? Ich weiß es nicht. Ich mache das Jump'n'Run auf jeden Fall richtig MLG. Geil, nicht geschafft. Okay, kommt her. Mann, bitte nie, please no kill. Ja, backt mich halt zurück. Oh, ich bin ein Hive-Noob. Mann! Gut. Ah, blöde Teams hier. Aber ist ja erlaubt. Ja, ja, GG, warte. GG. Ah, GG. Ah, sorry, sorry. Ah, kein Problem. Mache ich noch eine Runde. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde auf meiner Lieblingsmap. Lieblingsmap. Und Sponix HD ist wohl noch mit in der Runde, ein anderer YouTuber. Und ja, kennt ihn einer von euch? Ich kenne ihn nicht. Aber naja, das dürfte uns eigentlich nicht stören. Jetzt wird gezeigt, wer hier der PvP-Babu von den YouTubern hier auf dem Server ist. Ja, ist jetzt ultra entscheidend. Mann, bug halt noch mehr rum. War das jetzt schneller als laufen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dann wenigstens aus den Spinnenweben rausgekommen. Danke für den Kuchen, den habe ich sehr gebraucht. Weil ich gerne Schwarzwälder Kirschtorte esse. So, Enderperle kann auch gut sein, um jetzt schnell rüberzukommen. Um da die Kisten abzulooten. Eventuell, ich muss jetzt gucken. Wenn ich jetzt nämlich da hingehe und da ist keine Kiste. Nicht, dass mich jetzt hier eine überfällt. Oh, da haben wir ein Schwert, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Dann schnappe ich mir hier, ist da... Die Kiste ist noch drin, sehr gut. Oh, ja. Ja. Oh, das. Ist das ein Team? Ich glaube, das ist kein Team. Nein, das ist kein Team. Hi. Fettes Aim. Kombo der Hölle. Sehr gut. Gut, dann schnappen wir uns den noch. Den können wir uns direkt hinterher holen. Na komm. Na komm. Was? RC-1000 irgendwas. So. Ich hoffe, mir folgt jetzt keiner, weil ich halt gerade richtig low-life bin. Nein, sie folgen mir. Sieh mich bitte nicht. Ich bin unsichtbar, bitte. So. Hi. Ach nee, das ist ja der gleiche Person wie vorher. Komm her. Dich krieg ich. Oder auch nicht. Ich weiß, dass ich dich nicht kriege. Oh, zurückgebackt. Sehr ärgerlich. Aber ich nutze das einfach mal aus, weil ich so oft getimeoutet werde wegen Netcologne. Hashtag hate Netcologne. gucken wir jetzt mal. Wie kommt man denn auf das Dach da am besten? Geht das hier rein und da ist irgendwie alles kaputt? Wie zum Beispiel hier. Ah nee, das geht. Ach doch, das geht. Aber ich kann ja erstmal die Okay, das war jetzt schon ziemlich scary, muss ich sagen. Das war schon richtig crank. So, dann holen wir uns die Kiste und da haben wir leider nichts rausbekommen. Schade, schade, Banane. Und die Kiste wurde sich geschnappt, okay. Fragt man sich immer, ist jetzt der Typ gestorben oder nicht? Interessiert mich jetzt sehr. So, dann gucken wir mal hier. Ich glaube, die Kiste, ja, die wurde genommen. Dann gehen wir mal weiter unsere Classic-Route, die wir auch immer gehen. So, wie viele leben noch? Ja, leben noch ein paar. Dann tue ich mir schon mal hier Essen wieder draufziehen. Da ist ein Spieler reingegangen. Können wir den killen, wenn der hier lang geht? Versuchen wir den zu killen, okay? Kommt der wieder da raus? Kommt einer hinter mir? Ich hoffe nicht. Weil wenn die Person da lang geht... Okay, sie kommt da raus. Okay. Hey, ist das die... Ist das die gleiche Person? Ja, das ist die gleiche Person wie eben. Oh, Steinschwert. Das, man gibt ihr natürlich einen Vorteil. An der Bahn ist auch einer lang gegangen. Wir können ja mal hier übelstes Aim beweisen. So, dankeschön. Feuerzeug, das kann mir sehr helfen. Oh Gott. Da verfolgt mich einer. Please, no kill. I would say we do this. Jetzt konzentriert er sich nämlich da drauf. Oh Gott, jetzt kommt's drauf an. Oh, shidoshi doshi. Oh shit. In diesem Falle erstmal Fisch essen. Hä, wo ist der hin? Wo ist der hin? Da ist der. Wir müssen jetzt raggen. Weil wenn er runterfällt, kriegt ihr eh den gleichen Schaden. Oder er geht halt in den, ah nee, ich gehe jetzt hier lang. Komm doch runter, dann kriegst du genauso viel Damage. Und dann kann ich dich mit meinem Feuerzeug anzünden.
Komm mal her. Oh, er kommt. Das habe ich jetzt nicht gehofft, dass der sogar kommt. Okay. Ich glaube, das macht ihm jetzt insgesamt mehr Damage. Das heißt, das war nicht so schlimm. So. Dann versuche ich den nochmal anzuzünden. Er lässt sich aber auch anzünden, ne? Warum? Warum lässt du das mit dir machen? So, haben wir einen Bogen? Nein, aber Angeln genug. Wir haben... Hä, warum ist die Kiste da oben nicht? Nehme ich die eine Perle? Ja, komm. Sup. Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich die über den Turm geworfen? Ah, hat sich eh nicht gelohnt. Aber wir haben noch ein Feuerzeug dadurch bekommen. Das ist schon mal schön. Dann machen wir es richtig hier, der Pyromatiker. Dann gehen wir jetzt hier unten unter die Brücke, wo wir leben. Schnappen uns dort die Kiste, die nicht da ist, und gehen zurück zum Spawn, weil die Kisten gleich refilled werden. Es sind nur noch 3 Leute übrig. Wir können es schaffen. Es sieht gut für uns aus. So. Und dann... Wie sind der andere YouTuber gestorben? Oh, der wurde von Skullmull gekillt. Ha! Ich habe länger überlebt als der. Ich bin besser. Total vergleichbar. Nein, sowas kann man nicht vergleichen, weil Hunger Games ist ein Glücksspiel. Ja, es ist Glück, ob man... Also ich sag mal so, 75% Glück, 25% Skill. Man kann, wenn man... wenn der andere bessere Rüstung hat, kann man trotzdem gewinnen, wenn man halt mit den Todeskombos die killt. Aber... Hab ich ihn... Was? Warum? Oh, der hatte Hex. Das sieht schwer nach Hex aus, muss ich sagen. Ja, ich will niemanden direkt hier so irgendwie als Hacker beleidigen, aber das waren schon ziemlich viele Hits in der Sekunde. Oh, da sind die 2 Spieler. Ah! 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 Please no kill. Hä? Was macht der? Ist der blind? Du kannst nicht über Zäune springen. Er ist das Team? Mann, backt mich halt auch noch zurück dabei. Richtig assi. Warte. Yes. Deathmatch startet in 1 Minute. Ah, er nimmt den Kuchen. Was ist bei dem los? Hahaha. Springst du runter oder nicht? Springst du runter oder nicht? Mann, komm. Deathmatch starte. Please, 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 please. Please, please, please. Er verfolgt mich immer noch. Das ist die Verfolgung over 9000, würde ich sagen. Ich gebe dir mal kurz Hits, dann... Oha. Der hat echt krass mich getroffen. Ich schaue noch eben die Runde zu Ende. Interessiert mich jetzt mal. Schauen wir mal einfach mal. Es war schon sehr verdächtig, muss ich sagen. Weil der Server ist nicht ganz clear von Hacker. Das ist kein Server. Aber das interessiert mich jetzt mal eben. Das interessiert mich. Deathmatch startet in 7.6. Bim, weh. 4, 3, 2, 1 und... Achso. Wird ja eh geportet. So. / Stats. Gamul. Okay, gucken wir mal. Oh, der scheint gut zu sein. Der scheint echt gut zu sein. So. Okay. Ja, sah schon verdächtig aus, aber naja. Gut, dann war es das mit der Episode. Irgendwie habe ich diese Runden überhaupt gar nicht irgendwas gerissen, aber naja. Ich glaube, ich nehme noch ein paar so Runden auf für so zwischendurch, falls kein Minecraft kommt und keine Let's Plays. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. In der Beschreibung halt Link, ne, zum Abstimmen. Und dann würde ich sagen, sage ich tschö, bis dann und man sieht sich.